Jo, was geht ab? Ihr seht Backspin TV. Mein Name ist Joker. I Love Money Records ist hier live bei Backspin TV in Hamburg. Direkt aus Bremen hierher gefahren, Alter, nur für dieses Interview. Und zwar kommt am 8.10. mein Album Joker Music. Viel Spaß damit. Hinter dem Namen Joker verbirgt sich ein ganz normaler Bremer Junge, der versucht, auf die Beine zu kommen, der versucht, seinen Weg zu finden irgendwo, irgendwie zwischen Straße und Musik, so ungefähr. Im Prinzip ist der Joker eigentlich mehr eine Figur in der Rap-Szene, sag ich mal. Einfach einer, der versucht, harte, ehrliche Musik zu machen, versucht, den Kids einfach das zu geben, was sie brauchen, das, was sie verdienen. Einfach ein Sprachrohr, sag ich mal, der ganz normalen 0815-Generation Hip-Hop. Der Name Joker steht eigentlich mehr für dieses Zwiegespaltene, sag ich mal. Also im Prinzip, ich bin ein Deutscher, der einfach nicht gefährlich aussieht, den man einfach nicht so einfach ein Image verpassen kann. So. Und deswegen habe ich mich damals einfach gefragt, wie kann ich mich nennen so? Einfach weil ich auf der einen Seite dieses ganz normale, in Anführungszeichen normale Leben führe, wie jeder andere auch. Und auf der anderen Seite versuche, meine Mucke durchzuziehen. So. Und das kannst du halt nicht, wenn du einfach über irgendwelche Studentenkacke raps, die einfach keinen interessiert. So. Und deswegen dieses zwiegespaltene Joker. Auf der einen Seite das Muttersöhnchen aus Bremen, der ganz normal mit seinen Freunden im Café sitzt und Batak spielt, der im Prinzip um 10 aufsteht und in die Uni fährt und dann, um dann eine Veranstaltung zu schwänzen und dann was essen fährt und dann nach Hause fährt und wenn alles gut geht, abends einen Studiotermin hat, so bei uns in Bremen. Und auf der anderen Seite derjenige, der mit Zilla, Augie und so weiter auf Tour geht und mit Hengst unterwegs ist und einfach Scheiße baut, der einfach ein bisschen verrückt ist. Und das ist einfach, einen treffenderen Namen konnte man eigentlich nicht finden. Ja, wie gesagt, ich stehe so gegen 10 auf meistens und setz mich in mein Auto, in meinen ganz kleinen, mickrigen, silbernen Corsa und fahre zur Uni und park den da und gehe was essen und vielleicht mache ich mal eine Veranstaltung mit, vielleicht nicht. Deswegen läuft es auch eher schleppend als rappend. Hey, der war sogar mal hier, ne? Wisst ihr Bescheid. Dann fahre ich wieder nach Hause und gehe meistens ins Café. Wenn ich Glück habe, gehe ich auch mal zum Sport, wenn ich mal die Zeit, die Lust habe. Ich bezahle eigentlich da eher einfach nur und hoffe, dass es da irgendwie Muskeln für gibt, so, aber gibt's eigentlich nicht. Und dann sitze ich meistens im Café und wie andere dann halt zum Fußballtraining gehen oder was weiß ich sonst was machen, so gehe ich halt ins Studio und mache Mucke. So. Das ist im Prinzip der ganz normale Alltag, nichts Spektakuläres. Ja, das ist das Leben eines Jokers. Ob sich die Arbeit auszahlt, ja, auf finanzieller Ebene eher weniger so. Also ich kann davon nicht meine Miete bezahlen, beziehungsweise meinen Tank voll kriegen. So zwar hier und da, eigentlich kommt das Geld eher durch die Auftritte rein. So wenn du, dadurch, dass ich sehr gerne live spiele und auch sehr, eigentlich mich für einen sehr guten Live-Entertainer halte, so, wirst du halt auch öfter gebucht und dadurch kommt halt eher das Geld rein. So. Und im Prinzip der spürbare Erfolg ist dann auch die Resonanz, die du auf den Konzerten kriegst. Wenn du nach Dresden fährst und du warst noch nie in deinem Leben in Dresden und auf einmal stehst du da vor 800 Leuten oder so mit Zilla oder Orgi zusammen und die Leute kennen deine Parts und kennen deine Hooks und das ist halt die beste Resonanz, die du so kriegen kannst eigentlich. Also im Prinzip ist das mehr so der spürbare Erfolg. So natürlich erkennen mich die Leute in Bremen auch so, aber ich hatte auch schon, bevor ich bei Isle of Money jetzt gesigned habe, in Bremen im Prinzip einen Namen. So. Also man wusste schon, dass ich Mucke mache, man wusste auch, dass da vielleicht ein bisschen was hintersteckt so und dass ich nicht irgendwie so nur ein Typ bin, der einfach nur den ganzen Tag Scheiße redet. So. Und deswegen würde ich sagen, dass der Erfolg in Bremen vorher schon da war. Aber halt die Resonanz, diese überregionale Resonanz, die ist halt erst durch den Deal gekommen, sodass alle sich gefragt haben, ey, warum signed er denn jetzt so einen Deutschen, was ist los mit dem und so, was ist da passiert und so. Und dann auf einmal kommt er da um die Ecke und haut voll die Songs raus und auf einmal, ja, hast du dann in 3 Tagen 40.000 Klicks mit deinem Video und freust den Ast ab. So. Kannst zwar nicht bei Lidl für einkaufen, aber besser als gar nichts. So. Gehirnwäsche war im Prinzip der Wurf ins kalte Wasser. So, ich habe im Prinzip einmal probiert, wie geht es überhaupt, ein Album zu machen. Das konnte ich an Gehirnwäsche ausprobieren und habe halt mit diversen Produzenten gearbeitet, konnte gucken, wie was klingt, wo ich mich am besten anhöre, so für mich selber jetzt. Und habe dann einfach gemerkt, Raff ist genau der Magger, weil wir einfach auch menschlich auf einer Wellenlänge sind. Und Raff ist einfach einer, der, mit dem du dich hinsetzen kannst. Der kann dir zwischendurch eine Gitarre einspielen, kann dir einen Beat basteln und kann dir noch eine Hook singen. So, das ist der größte Allrounder, den es in Deutschland gibt, so. Schaut von hier aus, Alter, ich liebe dich, mein Freund. Und am 24. September kommt
Therapie nach dem Album. Auf jeden Fall ist es dann so, dass ich mir nur Produce und Raff geschnappt habe, so, und nur mit den beiden einfach gearbeitet habe, weil das einfach für mich am angenehmsten war. Und dieses Mal ist es einfach so, dass auf Joker Music Songs sind. Keine Ansammlung von Tracks, sondern ich habe die Beats gepickt, habe sie vollgeschrieben, das Album hat ein Soundbild, das Album ist kompakt, das Album kannst du vom ersten bis zum letzten Song durchhören, das konntest du bei Gehörnwäsche einfach nicht, so wie ich finde. Ja, ich bin im Prinzip, wenn ich das mal so schimpfen darf, glaube ich, die Vollendung von Isle of Money, weil ich es im Prinzip schaffe, sämtliche Namen in der deutschen Szene über Isle of Money zu releasen. Das heißt, ich bin so viel rumgekommen, dadurch, dass Zart halt damals bei Erst guter Junge gesigned hat, habe so viele Leute kennengelernt und die kommen jetzt alle nach und nach einfach auf die Isle of Money Releases drauf, um einfach zu zeigen, wie Orgi so schön sagt, es gibt kein Battle. So. Also es gibt einfach keine Competition. Wir sind im Prinzip alle in einem Boot. Wir müssen alle in einem Strang ziehen, damit wir noch Platten verkaufen, weil die Szene einfach gebumst ist. So. Weil es einfach keine potenziellen CD-Käufer mehr gibt. So. Und ja, ich bin damals einfach, hab Sturzflug rausgemacht im Internet, so eine Free-EP. Und dann bin ich mit Zart einmal nach Berlin gefahren, wie wir es so oft gemacht haben, und sind zum Azad-Konzert gegangen, wo Zart mit Azad zusammen auftreten sollte. Und da war Orgi auf einmal und kam auf mich zu und sagt so, ey, ich will dich rausbringen. Und so, ich finde das geil, was du machst und so. Und ich habe dann gesagt, ja, ja gut, wenn es sein muss und so, wenn es sein muss. Ich hatte derweil auch noch von zwei anderen relativ angesagten Künstlern auch Angebote auf dem Tisch liegen. So, es war damals so ein bisschen die Qual der Wahl. Aber ich wusste halt, dass ich bei Orgi, gerade bei Isle of Money, machen kann, was ich will. Ich brauche Orgi nicht zu fragen, darf ich den auf mein Album holen oder so. Ich wollte einfach Mucke machen, wie mir danach ist, weil ich wusste, dass ich eh nicht durch die Decke gehen werde. So, es wird einfach ein... Ich kann, wenn alles gut geht, mich etablieren so in der Szene, und ich kann auch mal ein Konzert geben in Bremen, wo 200, 250 Leute hinkommen. So, das ist im Prinzip das, was ich wollte. So, ich wollte einfach im Prinzip real bleiben, aber machen können, was ich will, sagen wir es mal so. Und das war halt Isle of Money und das war halt genau das, was Orgi mir geboten hat, und deswegen auch das Signing dann so. Und dann kam Gehörnwäsche. Ich habe Babassat auf meinem Album, ich habe Farid Bang auf meinem Album, Summer Jam ist auf meinem Album, Chakusa ist auf meinem Album, Nazar, Zilla der Killer, Orgi und mein Mag aus Aachen, mein bester Mann, Trip, Mo Trip ist auch dabei, und ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ja, Joker Music 8.10. Check it out. Ja, was ihr auf jeden Fall jetzt noch erwarten könnt, ist, am 3.10. kommt mein Video mit Trip raus, Feuer heißt es. Das ist jetzt noch zum dem jetzigen Album. Dann mache ich am 14.10. habe ich noch ein Videodreh zu Hart drauf, auch wieder mit Trip. Das macht 16bars.de. Gute Jungs übrigens. Und ja, in Zukunft, ich werde auf jeden Fall ich hoffe, wenn alles gut geht, mit Trip und Zilla zusammen Schnelles Geld aufnehmen. Es wird so ein Mixtape, das soll wahrscheinlich eine Mixtape-Reihe, wir wissen noch nicht. Wir spinnen einfach, wir sammeln Beats, wir schreiben, wir machen so oder so, ob da jetzt ein Tape draus wird oder nicht, ist im Prinzip für uns egal, weil wir machen die Songs so oder so. Sonst nimmt sie jeder für irgendwas oder wir hauen die so oder wie auch immer, mal gucken. So, wir wollen gucken. Und ja, ich weiß, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall, denke ich mal, Ende nächsten Jahres auch wieder ein Album machen werde. Und ich weiß auch schon, wie es klingen wird, aber da darf ich noch nichts zu sagen. Jo, was geht ab? Joker nochmal, Backspin TV, wir sind draußen. Das war mein Interview, ein kurzes Interview. Ich hoffe, ihr kauft am 8.10. Joker Music mein Album. Kommt auf die Geld spielt keine Rolle Tour, in welche Stadt auch immer, auf facebook.com/jokerilm könnt ihr den Tourflyer sehen. Alter, kommt vorbei, Joker Music 8.10. Kauft euch das Ding bei www.beatles.de mit T-Shirt für 13,90 €. Das ist der Überpreis, das ist das superste Angebot, übergeil, das ist das superste Angebot, was es gibt. So, kauft euch das Ding, ganz wichtig, Support ist alles. Joker Music, Backspin TV, check it out.